So, willkommen zurück, eine neue Folge Pokémon Go, 18 Eier, Folge 18, das muss man sich mal vorstellen. Ich dachte, der ganze Mist wäre vorbei, aber nein, Niantic hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat die kontinentalen Eier nochmal verlängert. Bis zum 8. Oktober habt ihr jetzt also Zeit, weiterhin kontinentale Eier zu brüten. Und deswegen werden wir auch weitermachen, nochmal 8 Folgen dranhängen, nochmal 80 Kilometer für den dicken Ramses, der gibt nicht auf. Und so legen wir gleich los mit dem ersten Ei. Sternstück haben wir natürlich wie immer drin und fangen auch gleich an mit einem Alola Kleinstein. 1700 Sternstaub, bester Satz, KP auf 15 glaube ich. Bewertungen werden natürlich wieder eingeblendet. Oh, Kiluki hat 3 Items erhalten. Und das erste Kontinentale für diese Folge, ein Porenta mit 2200 Sternenstaub. Und zweiter Satz, das könnte besser sein, ein 100er, aber das haben wir ja auch schon. Und mit Kiluki wollte ich morgen vielleicht noch ein bisschen traden, der war nämlich in England. Slimer mit 1207. Bestes Satz, KP, Verteidigung 15, also auch sehr gut, vielleicht mein bestes Slimer bisher. Und Kiluki war nämlich in England und da hat er Urlaub gemacht und hat da ganz viele tolle Sachen gefangen und wollte mit mir ein bisschen traden, um die Kilometer noch ein bisschen zu pushen. Vulpix mit 1800, KP 15, bester Satz. Und weil ich natürlich noch viel Crab-Pokémon auch brauche und viele andere Sachen, in der Hoffnung auf ein paar Luckys, weil ich ja jedes als Lucky haben wollte. Mauzi mit 1800 Sternenstaub dabei, bester Satz, Angriff, Verteidigung 15. Da haben wir schon ein 100er und ein 98er glaube ich auch noch, vielleicht ist das nochmal eins. Morgen natürlich auch der X-Raid mit Deoxys. 1200 Sternenstaub für dieses Sandan. Zweiter Satz, beziehungsweise sage ich die ganze Zeit morgen, morgen, morgen. Wenn ihr das Video seht, ist das ja heute, weil das jetzt ist nämlich gerade Porenta aus dem Ei geschlüpft. Nein, das nächste Kontinentale, Porenta mit 1600, bester Satz, KP 15. Denn jetzt nehme ich das gerade auf am Montagabend, aber ihr werdet das dann am Dienstag irgendwann sehen. Vielleicht noch vor dem X-Raid, vielleicht nach dem X-Raid. Dazu gibt es dann auch ein Video. Slimer mit 1440, zweiter Satz, nicht der Rede wert, aber schon über 1000 Bonbons. Also morgen ein bisschen traden mit Kiluki. Ich weiß nicht, ob ich das aufnehme. Wir werden das wahrscheinlich einfach so machen. Vielleicht nehme ich ein paar Luckys auf. Und morgen natürlich dann also der X-Raid mit Deoxys. Da werde ich gleich 2 machen, weil typisch Andy mich noch eingeladen hat nach Suhl. Da werden wir dann auch sein. Und ja, wir melden uns auf jeden Fall wieder, wenn die nächsten 9 Eier aufgehen. Bis dahin. So, wir kommen zurück zum zweiten Teil. Nochmal 9 Eier, die aufgehen. 2 Kilometer Eier sind vorhin schon aufgegangen. Die blende ich hier natürlich wieder ein. Und was gibt es noch Neues? Natürlich Shiny Krabby ist jetzt verfügbar in der Feldforschung. Ich glaube, mit der Aufgabe fange 5 Wasser-Pokémon könnt ihr euch Shiny Krabby angeln. Genauso wie die neue Pandia-Form ist verfügbar. Form 1 ist das, glaube ich, mit 2 großartige Curveball-Würfe. So, aber wir schalten jetzt live rüber und gucken uns mal die Eier an. Das Sternstück läuft natürlich wieder. Und als erstes haben wir ein Alola Dicta mit 1923 Sternenstaub. Bester Satz, KP, wirklich hoch. The Loving Dead hat 3 Items aus deinem Geschenk erhalten. Oh, da ist noch einiges zu tun. Und das erste Kontinentale wieder mal, ein Kangama mit 2100 Sternenstaub. Bester Satz, Verteidigung, aber auch leider nur wirklich hoch. 6 Stück kommen noch, wunderbar, da kann ja alles passieren. Ein Tauros, das haben wir jetzt ja schon ewig nicht mehr gehabt, mit 2100 Sternenstaub, aber zweiter Satz, das hat man schon gesehen, unter 1400 WP, das ist leider nichts. Die Hälfte haben wir erreicht, 3 Stück sind noch übrig und noch ein Kangama, also
Richtig krass, schon am Anfang jetzt 1800 Sternenstaub, bester Satz, KP 15, ja, ist schon mal besser, 499 Bonbons haben wir auch jetzt. Also wenn ich das verschicke, habe ich glatt die 500 voll. Ein Alola Dicta mit 1506 Sternenstaub, bester Satz, Verteidigung 15. Na gut, die braucht man eh nicht, aber zum Tauschen natürlich, wie gesagt. Wenn ihr noch viele Alola-Formen habt, meldet euch. Dann machen wir eine Trade-Session. Und das dritte Kangama mit 1400 hat kurz vor 14, bester Satz, Verteidigung auf 15. So, eins müsste noch kommen, dann sind die 8. Wieso habe ich vorhin immer so gedacht, 6 Stück? 8 Stück sind es natürlich. Das nächste Kontinentale. Ein Pandiboss mit 2000 Sternenstaub. Bester Satz, KP, Angriff 15. Also, die kommen hier rein wie warme Semmeln. Nein, die gehen weg wie warme Semmeln, weil was will man mit Pandiboss noch? Aber immer noch besser als Mauzi mit 2100 Sternenstaub, 378 WP, bester Satz, KP, Angriff 15, bam, genau 1600 Bonbons. 11 Minuten läuft das Sternstück noch. Das war Folge 18, also 180 Kilometer sind wir schon gelaufen. Ja, und da würde ich sagen, melden wir uns morgen natürlich mit Folge 19 nach weiteren 10 Kilometern. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.